So, jetzt wollen wir aber über was noch anderes Interessantes sprechen, was euch vielleicht auch noch interessiert. Welche Filme kommen denn 2022 raus? Welche sind das denn, für die ihr euch eventuell noch begeistern könnt und worauf ihr schon mal hinfiebern könnt? Welche Filme? So, ich bin gespannt, ob, ja, ich glaube, ihr könntet wahrscheinlich auch ein paar schon hier in den Chat reinschreiben, die auch schon genannt sind, denn ich habe mich größtenteils an großen Blockbustern orientiert, von denen man schon weiß, wann sie kommen und von denen man schon ein bisschen was weiß. Die werden ja immer größer angekündigt als so kleinere Indie-Filme. Das ist ein bisschen schwieriger. Versucht trotzdem so ein oder zwei mit reinzunehmen. Werde dazu dann auch ein bisschen was erzählen noch. Aber die werden in der Regel nicht groß vorher angekündigt. Deswegen ist es immer schwierig, die im Vorlauf schon zu kennen oder auch mitzuteilen. Nun ja, wir beginnen auf jeden Fall. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen alphabetisch sortiert, nicht nach Reihenfolge, wann die rauskommen. Da habe ich jetzt auch nicht groß nachgeschaut, aber geht ja erstmal um den Überblick, was kommt überhaupt dieses Jahr. Ja, und es ist natürlich Avatar 2, der ins Kino kommen wird. James Cameron hier mit einer neuen Technik zu filmen, hat ja viel unter Wasser gedreht diesmal und ist auf jeden Fall, man darf gespannt sein, ob der erste Teil da oder ob der zweite Teil an den ersten rankommen wird. Mal sehen, ob er da anschließen kann. Viele sind ja jetzt nicht so begeistert, also ich erinnere mich da an Stage, der mit Avatar nichts anfangen kann, aber vielleicht Avatar 2, der erste Film seit Avatar, für den es sich wieder lohnt, 3D ins Kino zu gehen. Das könnte tatsächlich sein. Naja, warten wir es mal ab. Viel mehr ist, glaube ich, noch gar nicht zur Handlung oder ich habe mich noch nicht viel mehr zur Handlung belesen. Ja, dann natürlich The Batman mit Robert Pattinson, eine neue Batman-Verfilmung, die auch wieder in eine dunklere Richtung reingeht und so. Ja, mal sehen, wie sich Robert Pattinson schlägt als neuer Batman. Von vielen belächelt als der glitzernde Vampir aus Twilight, von anderen gesagt, herausragender Schauspieler. Gerade in The Lighthouse hat er gezeigt, was er kann. Und ja, ich sitze auf jeden Fall zwischen den Stühlen. ich habe ein bisschen was von ihm gesehen in seinen neueren Jahren. Ich habe aber auch die alten oder beziehungsweise ein oder zwei alte Twilight-Filme gesehen. Und er hat sich auf jeden Fall in eine Richtung entwickelt, die sehr, sehr interessant ist. Macht ja, schöne Filme. Jetzt zuletzt ja auch Tenet. Da hat man ihn gesehen von Christopher Nolan. Und ja, bleibt abzuwarten. Trailer sah verdammt gut aus. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Werde ich mir anschauen. Und vielleicht einer der Superheldenfilme, die auf meine Top 22 Liste kommen. Reden, wenn wir schon mal über Superheldenfilme reden, reden wir gleich weiter darüber. Über Black Panther, Wakanda Forever, kommt auch dieses Jahr raus. Und ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, gab ja ein paar Probleme jetzt mit der Hauptdarstellerin. Zwecks der ganzen Impfung und Co. Naja, mal sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Letitia Wright wird die Rolle auf jeden Fall weiterhin spielen. Im zweiten Teil, wie das Ganze dann weitergeht, ja, lassen wir uns überraschen. Und überraschen können wir uns auch lassen, wie dieser Film am Ende aussieht, ob man da irgendwelche Auswirkungen spüren kann, dass da ein bisschen einen gewissen Zwist gab zwischen Disney und der Hauptdarstellerin. So, ein weiterer Marvel-Film, wahrscheinlich der größte, auf den hingefiebert wird dieses Jahr, ist Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Da haben wir ja schon nach Spider-Man den ersten Trailer zu sehen bekommen. Nice! Nice! Vielen Dank hier schon mal an Kaffee und Kaffee unter Kipo. Ja, vielen Dank. Kaffee unter Kipo für den Follow. Da freue ich mich auf jeden Fall. Wir müssten jetzt bei mittlerweile 34, 35 sein. Also großes Ziel für dieses Jahr. Wir schaffen die 50. Wir schaffen die 50 und dann weiß ich auch nicht. Dann kann man ja andere Sachen machen. Dann lässt ein Twitch mehr Sachen machen, wenn man 50 Follower hat. Jetzt schon bei, ich schätze, 34, 35 irgendwas. Vielen Dank für den Follow. Kannst gerne sonntags hier jeden Morgen um 10 sprechen wir ein bisschen über Film-News. Und ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, sonntags dann so 17 Uhr, zocken wir was. Ja, heute zocken wir wieder There is no game, Kapitel 3. Kapitel 1 und 2 sind gerade jetzt auf YouTube hochgeladen worden, kann man noch nachholen. Jetzt mal in Kapitel 3. Ich glaube, man muss die ersten beiden nicht unbedingt gesehen haben, um zu wissen, was im zweiten passiert. Anders als bei The Multiverse of Madness, da sollte man, glaube ich, die vorigen Marvel-Filme schon gesehen haben, sonst hat man überhaupt keine Ahnung, was los ist. Man sollte außerdem auch wahrscheinlich sämtliche Marvel-Filme gesehen haben, die nicht ins MCU mit reingehören, weil wer weiß, was noch passiert. Vielleicht sollte man sich auch nochmal die alte X-Men-Serie angucken auf Disney Plus, diese Zeichentrickserie. Who knows, was noch passiert? Keine Ahnung, irgendwie müssen die X-Men ja irgendwann mal eingeführt werden. Vielleicht passiert's hier mit diesem Film. Keine Ahnung, es gab schon so viele Möglichkeiten, ich weiß nicht mehr, wann das kommt. Irgendwann wird es kommen, aber werde ich mir auch angucken auf jeden Fall.
hoffe da wieder diese, ja, diese optischen Sachen, die in Doctor Strange immer drin sind, waren, die wir jetzt auch in Spider-Man gesehen haben, dass diese Häuser sich verdrehen und alles so, was wir bei Inception ja schon hatten. Ah, das ist wirklich was. Also, ja, Doctor Strange hat mir optisch einfach fantastisch schon gefallen, sah sehr gut aus. Hoffentlich wird der zweite wieder ähnlich. Ja, dann kommt ein Film raus, über den ich mich wieder freue. Es kommt ein neuer Dragon Ball Film raus. Dragon Ball Hero, Super Hero heißt der Film. Den Titel habe ich irgendwo hier nochmal. Genau, er heißt Dragon Ball Super. Das ist ja jetzt die Reihe, die gerade aktuell ist bei Dragon Ball. Und der Film wird heißen Super Hero. Und ja, es wird darum gehen, dass die Red Ribbon Armee wieder zurückkommt. Also für alle, die damals Dragon Ball gesehen haben, werden sich erinnern, oh ja, die Red Ribbon Armee waren ja die ersten großen Gegenspieler von Son Goku. Und ja, die Red Ribbon Armee hat neue Androiden geschaffen, neue Androids, und zwar Gamma 1 und Gamma 2. Und ja, also gucke ich mir wahrscheinlich nicht im Kino an. Ich glaube, da wird hier nirgendwo laufen, außer vielleicht so ein Anime Night oder so. Aber danach schaue ich mir den wieder an. Und bin gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird und ob es mich noch begeistern wird oder wie auch immer, oder ob ein Kampf wieder irgendwie 3 Stunden dauert. So, außerdem, ein weiterer Film, der rauskommt, ist The Flash, auch ein Superheldenfilm und der Film, der das ganze Multiversum von DC lostreten soll, weil da werden wir die 3 verschiedenen Batman sehen, die da auftreten, unter anderem auch Robert Pattinson und Michael Keaton und Ben Affleck. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob das genauso ein Spaß wird wie Into the Spider-Verse oder ob DC sich dann wieder anhören muss, ja, Marvel hat das Ganze ja viel besser gemacht als ihr. Mal schauen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Schaue ich mir an, könnte vielleicht tatsächlich ein interessanterer Film sein als Justice League, der, ja, okay, aber gut, auch der Snyder Cut hat es jetzt nicht unbedingt rausgerissen. So, dann sprechen wir über einen Film, der, naja, gut, Kennern unter euch vielleicht bekannt sein dürft oder aber auch, wenn ihr aus dem bayerischen Raum kommt. Gugelhupfgeschwader kommt nächstes Jahr raus und ich stelle euch mal eine Frage. Also die Frage lautet, über welche Filmreihe, wie nennt man denn diese Filmreihe, wenn man über folgende Filme spricht? Ich zähle die jetzt mal auf. Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, Schweinskopf al dente, Grießnockerl-Affäre, die gute Grießnockerl-Affäre, an die werdet ihr euch noch erinnern. Außerdem, wer kennt es nicht, das Sauerkrautkoma. Viele von euch haben damit schon zu kämpfen gehabt oder kennen einen in der Familie, einen sogenannten Leberkäse-Junkie. Dann spielt sich jede Woche aufs Neue in der Familie ab das Kaiserschmarrn-Drama. Und das war quasi der neueste, der kam dieses Jahr raus und Gugelhupfgeschwader wird der nächste Film sein. Der ist tatsächlich Heimatfilm und Kochshows. Leider nicht. Ich glaube, ihr kennt es nicht, außer ihr werdet es googeln. Deswegen beende ich die Frage hier mal. Die sind allgemein als Eberhofer-Krimis bekannt und ja, gerade im bayerischen Raum haben die tatsächlich sehr, sehr hohen Stellenwert, gelten da schon als Kultfilme und hier bei uns sind die relativ unbekannt, aber ich kann dazu sagen, wenn man sich, also beispielsweise der neueste, der jetzt rauskam, ist Kaiserschmarrn-Drama. Und das ist ein Krimi, aber komplett anders als Tatort oder sowas, was man kennt, weil der Film nimmt sich ernst, aber nimmt sich irgendwie auch nicht ernst. Er ist in sich selbst, ist ein bisschen wie, wie hieß das letzte Pen and Paper von Hauke? Ultracore. Ultracore ist eine Welt, die komplett abgedreht ist, wo man, wenn man da reinschaut, sich denkt, wow, das ist, also kann man ja nicht ernst nehmen, aber die Welt an sich ist sehr ernst, die nimmt sich ernst. Es ist alles völlig, völlig komisch, was da ist, aber die Welt an sich macht sich nicht drüber lustig, sondern für die ist es normal. So, und so ist es in den Eberhofer-Krimis auch so ein bisschen tatsächlich. Also, ich glaube, wenn man einen geschaut hat und da ein bisschen Spaß dran gefunden hat, dann schaut man alle anderen durch. Also, dann ist das wirklich was, was man am Stück wegguckt. Also, Gugelhupfgeschwader kommt dieses Jahr auf jeden Fall auch noch raus. Dann neuer Film, der dieses Jahr rauskommt, aber auch auf einem Vorgänger basiert ist. Achso, ja, hier übrigens nochmal, so würde der dann aussehen, Google. Das ist, glaube ich, Kaiserschmarrn-Drama hier, das Bild. Jackass Forever. Ja, also Johnny Knoxville wieder am Start hier mit seinen Kollegen und wird da wieder ein paar Stunts ablegen und irgendwie ein bisschen durch die Gegend fliegen und hüpfen und fallen und sich boxen und was auch immer. Ja. Also den letzten Jackass-Film habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Richtig witzig. Den letzten Film habe ich tatsächlich im Kino gesehen und habe mal wieder ordentlich gelacht. Ja, mal schauen, ob das bei diesem auch wieder der Fall sein wird. Jackass Forever, ich vermute mal, es wird der letzte Film sein, bevor die Jungs alle in Rente gehen. Ja, außerdem ein Film, der, glaube ich, für hohe Wellen sorgen wird, wo auch nochmal ordentlich Leute reinrennen werden, ist natürlich Jurassic Park. Ich glaube, Dominion
heißt der neue, Jurassic World, ein neues Zeitalter im Deutschen. Und ja, man sieht hier schon auf dem Bild, da endlich ist es soweit, dass die Dinos mal raus dürfen, auch runter von ihrer Insel. Endlich geht sowas im Freiluftkino. Wir wollen auch mal ordentliche Kinofilme sehen. Vielleicht schauen Sie sich ja den Vorgänger an, vielleicht ist hier ein bisschen Meta-Humor mit drin und das Multiversum der Dinos wird jetzt ja auch noch eröffnet. Das Dinoversum. Ja, also ist, glaube ich, der Abschluss der neuen Reihe und bin ich gespannt, ob der auch noch mal was Neues zu bieten hat oder ob das auch nur was Aufgewärmtes ist, was man schon gesehen hat. Naja, können wir gespannt sein. Außerdem, vor kurzem kam in der ARD-Mediathek das Känguru-Manifest. Jetzt der zweite Teil, die Känguru-Verschwörung, kommt tatsächlich. Wir sehen hier schon das erste Setbild, wo sich Marc-Uwe Kling mit seinen beiden Schauspielern unterhält, auf jeden Fall, und denen ein paar Anweisungen gibt. Ja, mal gucken, ob der zweite ein bisschen bissiger ist als der erste, vielleicht ein bisschen was sich mehr an den Büchern orientiert und das Ganze nicht so weich wäscht irgendwie. Hoffentlich wird das besser, sagt auch Colleen Nordström. Mal sehen, wir warten es mal ab. Also zu hoffen bleibt es auf jeden Fall. Hoffentlich wird das Känguru diesmal nicht zu einem sozialdemokratisch gemäßigten Koala-Bär. Jo, ein weiterer Film. Ihr kennt wahrscheinlich die Toy Story-Filme. Was ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, ist das Spin-off Lightyear. Genau, der Film über Captain Buzz Lightyear, also nicht über die Spielzeugfigur, sondern den im Toy Story-Universum wahren, echten Captain Buzz Lightyear und seine Entstehungsgeschichte quasi, also ein Prequel zu die Vorgeschichte zu Toy Story 1. Warum ist dieser Mann zu so großem Ruhm gekommen, dass ihm eine eigene, ja, Rose Darcy hofft auch, dass der Känguru besser wird als der erste. Warum ist Captain Buzz Lightyear so ikonisch geworden, dass er einen eigenen Film kriegt oder einen eigenen, nicht einen eigenen Film, sondern eine eigene Spielzeugfigur? Ja, den ersten Trailer gibt es auch schon, den kann man sich schon anschauen. Hat mich ehrlich gesagt noch nicht so ganz vom Hocker gerissen, aber könnte auf jeden Fall für ein jüngeres Publikum wieder was sein oder vielleicht auch für Fans des Alten. So, dann ein Film, der auch auf keiner großen Reihe beruht oder irgendwas. Moonfall nennt sich das Ganze, also zu Deutsch Mondfall, also und genau darum geht es auch. Es ist ein Roland Emmerich-Film. Roland Emmerich kennt ihr wahrscheinlich aus Katastrophenfilmen wie Independence Day oder Day After Tomorrow oder 2012. White House Down war, glaube ich, der aktuellste, bekannteste, den er gemacht hat. Also wo er zumindest als Produzent, in den meisten Filmen war er als Produzent mit dabei. Und auch jetzt wieder weiterer Hashtag Mondfall. Könnte auch ein neuer Krimi sein, irgendwie. Der Mondfall. Schon wieder die Erde kaputt, ganz genau. Also es geht darum, ähnlich wie bei Don't Look Up, wird ein Himmelskörper auf die Erde stürzen. Diesmal ist es aber der Mond. Und ja, eine Astrologin oder Wissenschaftlerin findet das heraus. Ihr glaubt aber niemand, außer ein Verschwörungstheoretiker und ich glaube ein Politiker oder so, die dann versuchen, das Ganze ja, irgendwie zu verhindern. Und sie hat auch eine Theorie, wie man das schaffen kann, dass der Mond nicht die Erde zerstört. Und ja, sie finden aber dann heraus, dass der Mond nicht das ist, für den wir ihn immer gehalten haben. Ja, also Roland Emmerich hat natürlich immer so abgedrehte Filme, wo viel Zerstörung vorherrscht und so wird es natürlich auch bei Moonfall sein. Aber ist mal was anderes als mal wieder Superheldenkram. Ist vielleicht ein bisschen was sehr Dystopisches, was man ja zur jetzigen Zeit vielleicht nicht unbedingt braucht. Vielleicht auch als Mondherbst übersetzt werden. Ach so. Aha, okay. Moonfall. Ja, Mondherbst. Auch gut. Ja. Don't Look Moon. Hashtag Don't Look Moon, sagt Carlotta Nordström. So, nächster Film, den ich euch gerne noch vorstellen möchte, ist, ja, wie soll das anders sein? Mal wieder ein Comic-Superheldenfilm oder Comic-Bösewichten-Film. Es ist nämlich Morbius. Morbius, der ja, wandelnde Vampir im Marvel-Universum. Also das Gegenteil von Blade. Blade, ja, der Vampir, der auch durch die Gegend laufen kann, aber andere Vampire platt machen möchte. Morbius hier ein Wissenschaftler, der ja eine tödliche Krankheit hatte, glaube ich, und ja, sich durch Fledermäuse dieses Vampirgen hat einsetzen lassen und jetzt sich verwandelt. Ist eigentlich oft ein Gegenspieler von Spider-Man, ist aber oft auch ein Anti-Held quasi. Ja, mal gucken, in welche Richtung sie hier gehen. Im Sony-Marvel-Universum, also spielt im gleichen Universum wie Venom, prinzipiell auch im gleichen Universum wie Spider-Man, aber das hat man ja jetzt im letzten Film gesehen, dass die in verschiedenen Paralleluniversen leben. Also
Mal gucken, welche Anspielungen hier dann noch auf Marvel und Venom und sowas kommen. Weitere Filme, die noch rauskommen. Wir haben noch ein paar. Einer ist zum Beispiel der Nachname. Da kam vorletztes Jahr, kam ja schon der Vorname, ein Kammerspiel mit unter anderem Christoph Maria Herbst, in dem es darum ging, dass ihr Kind Adolf genannt haben und dann eine Diskussion in der ganzen Familie ausbricht. Jetzt der zweite Teil, also der Nachname. Man weiß noch nicht so genau, um welchen Nachnamen es geht oder was die Handlung ist. Aber es geht um einen Familienurlaub. Alle treffen wieder zusammen und es entbrennt wieder eine Diskussion. Ich fand den ersten tatsächlich relativ unterhaltsam und ganz witzig. Deswegen, ja, ist der vielleicht jetzt gar nicht so verkehrt. Dann kommt ein Film, über den noch verdammt wenig bekannt ist. Man hat sich gedacht, hast du schon einen Titel? Nope. Also noch kein Titel. Doch, doch. Ach so, und kannst du uns den sagen? Nope. Kannst du es nicht sagen? Doch, habe ich gerade. Okay, weird. Ja, ein Film, der sich Nope nennt. Und alles, was wir dazu wissen, es gibt eine dunkle Wolke mit einer Lichterkette oder irgendwie, nee, das ist, glaube ich, hier so ein Ende von einem Drachen. Ist auf jeden Fall der neue Film von Jordan Peele. Und Jordan Peele kennt ihr schon von Filmen wie Get Out oder Us oder im Deutschen Wir hieß er, glaube ich. Und es wird ein Horrorfilm und mehr ist wirklich noch nicht bekannt dazu. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Er macht ja immer so Sozial-Rassismus-Dramen. Und mal gucken, was in Nope auf uns zukommt. Dann ein Film, der alle Viking-Fans unter euch wahrscheinlich begeistern könnte. Er nennt sich The Northman und ja, es geht um einen Nordmann. Also es ist so ein Wikinger-Rache-Film. Heißt der auf Deutsch dann Nö? Der ist ja Nö. Ja, könnte so übersetzt werden. Fände ich auf jeden Fall witzig. Ja, der Northman spielt in Island, ja, ich glaube ungefähr im 10. Jahrhundert. Und ja, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich glaube, es gibt schon einen Trailer dazu, wenn ich mich recht erinnere. Anya Taylor-Joy macht auf jeden Fall wieder mit. Und ja, auch der eine aus Vikings. Ja, wenn ihr darauf Bock habt, ist es, glaube ich, genau euer Ding. Wenn ihr Vikings gerne gesehen habt, dann gönnt euch den. Dann kommt natürlich auch noch, wir haben schon über Harry Potter geredet, aber es kommt natürlich auch der neue fantastische Tierwesenfilm, Dumbledores Geheimnisse. Die fantastischen Tierwesenfilme sind ja ein bisschen durchgefallen beim Publikum und auch bei den Kritikern. Deswegen, ja, bleibt abzuwarten, ob der dritte Teil noch ein paar Leute ins Kino locken kann. Bisher hat der Trailer eher so auf Nostalgie gesetzt und hauptsächlich Bilder aus den Harry Potter-Filmen gebracht. Aber ja, mal schauen, was Dumbledore zu bieten hat, ob er uns da noch ein bisschen vom Hocker reißen kann. Außerdem Scream 5, ein Film, der die ganze Scream-Reihe wieder neu starten soll und eigentlich auch nur Scream heißt, aber eigentlich ist es der fünfte Scream. Trailer ist schon raus, gibt es jetzt zurzeit oft im Kino. Wenn man da ins Kino geht, sieht man immer mal einen Scream-Trailer. Und ja, das Ding war ja immer, dass der so Meta-Humor bietet und sich selbst auch nicht ganz so ernst nimmt. Mal gucken, wie das im fünften Teil der Fall sein wird oder im neuen ersten Teil oder wie auch immer. Und ob der mehr zu bieten hat als die letzten Halloween-Teile. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, dann ein Film, auf den ich mich besonders freue, denn wir hatten ihn bereits im ersten, der erste Teil, der war schon mega, mega nice. Spider-Man Across the Spider-Verse heißt er jetzt, also der zweite Teil von Into the Spider-Verse und trägt auch den Untertitel Part One. Also auch hier wird es der erste Teil sein. Es wird noch mehr geben davon. Ich sehe gerade, wir sind schon nach 11, deswegen renne ich jetzt vielleicht ein bisschen durch die nächsten Filme durch. Also, das ist auf jeden Fall ein Film, der den Comic-Verfilmung verdient, weil das war wirklich, wirkte wie ein zum Leben gewordener Comic-Film. Ja, dann Super Mario Brothers, The Movie heißt er, glaube ich. Hier ein Bild von dem alten Super Mario-Film. Jetzt der neue wird mit Chris Pratt sein. Mehr weiß man auch noch nicht. Dann Thor Love and Thunder wird der nächste Thor-Film sein, also ein weiterer Marvel-Film, der uns dann begrüßen wird. Dann Top Gun Maverick, das Spin-off zum Top Gun-Film oder naja, eine Fortsetzung oder Vorgeschichte, ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Es geht um Maverick und Tom Cruise wird wieder die Rolle einnehmen. Dann Uncharted, Videospielverfilmung, die jetzt umgesetzt wurde mit Tom Holland, erwartet uns auch dieses Jahr. Wir dürfen gespannt sein, ob das vielleicht einer der wenigen Videospielverfilmungen sind, die sich lohnen, die vielleicht ganz gut sind. Ja, und damit sind wir tatsächlich durch die Filme 2022. Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei, was euch begeistert, wo ihr dann noch ins Kino geht, vielleicht auch mit mir zusammen, vielleicht auch alleine, kann man sich auf jeden Fall einschauen, den einen oder anderen Film. Es gibt
immer was zu gucken, auch wenn die Kinos schon für tot gehalten wurden. Nein, sie sind wieder da, sie sind immer noch da und kommen vielleicht stärker zurück als stärker zurück denn je. Ja. Bis dahin sage ich, das war's und tschüss.